Raymond. Hey, sollte dies diese Auswahl etablierter und gefragter Meinungsblogger von meiner Wenigkeit in ihren sehr detaillierten Aussagen überzeugt haben, dann schau doch gerne auch bei meinen anderen Kanälen vorbei. Dort gibt es unter anderem Hauptkanalvideos, die ich selber nicht in Form von Reactions on Stream mache oder noch mehr Reactions auf meinem brandneuen Drittkanal. Da werdet ihr auf jeden Fall beste, neu aufgewärmte Unterhaltung finden, wie ihr sie kennt und liebt, sonst würdet ihr jetzt nicht in diesem Video sein. Aber genug geredet, weiter geht's mit diesem Video. Meine Freunde der Sonne, und zwar hat Kaiser ein neues Video hochgeladen, relativ fix tatsächlich, und zwar geht es um Jack Doherty, einen der wohl ekelhaftesten Menschen im amerikanischen Sprachraum. Da gehen wir rein, das hören wir uns an. Es geht los. Yo, weißt noch Jack Doherty? Den Typ, den keiner mag, ja. Den Streamer, der andere Leute öffentlich provoziert und sich dann hinter seinem Security-Mann versteckt. What? Little pal, what you gonna do? What you gonna do, little pal? Yeah. Yeah. Wieso hast du denn den völligen Bezug zum Leben verloren? Das kann doch nicht sein. Ich kann mich an Momente erinnern. Also ja, er rennt, also das ist so sein Content. Er rennt durch die Gegend, rempelt Leute an. Und wenn die Leute sich dann aufregen, dann schreitet schnell sein Security-Mann ein. Und deeskaliert, beziehungsweise geht dazwischen, sodass er halt nicht vermöbelt wird. Einfach nur ein ekliger, kleiner, provozierender Stinkstiefel. Influencer vermisst wie hier Besenkopf, wie Zwiebelsohn. Alle, die mich abfeiern, so wie ich bin, meine eigene Sprache, mit meinem eigenen Style, dies, das. Wallah, ihr habt echt ein Herz an meinem Platz. Ich bin ehrlich, hin und wieder mal gibt es solche Leute, die auf der Welt herumlaufen, denen du jetzt nichts Schlechtes wünschst, aber wenn irgendwo mal der Ärmel eingetaucht wird beim Händewaschen und sowas, dann sage ich auch nicht nein. Und Jack also, ist genau so. Dass dem halt nicht noch doller die Kauleiste neu poliert wurde, das ahne ich einfach nicht. Ohne Witz. Der hat schon die ein oder andere Schelle kassiert, so. Aber dass das nicht doller passiert ist, das ahne ich nicht. Wirklich nicht. Ich wünsche es ihm nicht, er ist ja auch ein Mensch, habe ich mir sagen lassen, so. Aber dass da jemanden, also. Person, weil sein Content besteht eigentlich nur aus Leute ärgern und Werbung. Werbung für OnlyFans, für seinen Kanal und für den Kanal von irgendwelchen OnlyFans-Creatorinnen, mit denen er halt affiliated ist. Und das macht auch Fat Cash. Hast du seine Crib gesehen? Aber seine Eltern waren auch schon reich. Schau das an, das ist sein Hausbruder, 650 Quadratmeter in Long Island, also nur, dass ihr es wisst, ja. Meine OnlyFans ist am Weg, aber ich finde sowas cool, weißt du, ich schaue mir das gerne an, wie leben denn die Ultrareichen, wie leben die Leute, die zu viel Geld aus ihrem Arsch ziehen können und sowas. Und ich habe mir das angeschaut und er zeigt auch seine Autos. Seine Autos sind besonders wichtig, insbesondere der McLaren, das ist der mit dem Farbspritzer, ja, drauf. Ja, das sollte halt echt verboten werden, dieser Reichtum. Gerade in einem Land, wo halt Wohlstand so unfassbar schlecht verteilt ist, sollte diese Art von Wohlstand schon echt verboten sein, ey, ohne Witz. Also es kann halt nicht sein. Der ist gerade so 20 oder sowas, ne? Mal kurz drauf schauen. Ich gebe euch mal einen kleinen Rundgang durch meine Autosammlung im Wert von $1 Million und das mit 20 Jahren. Das war der erste Lamborghini, den ich je gekauft habe, das erste Superauto überhaupt, aber das zweite Superauto habe ich wortwörtlich weniger als einen Monat nach dem Kauf meines Lamborghini gekauft. Ja, ich habe 365.000 Bar für den ersten Lambo ausgegeben und dann noch 205.000 Bar für diesen McLaren. Ich habe keine Ahnung, was ich da ausgegeben habe. Ich habe ungefähr 40.000 hineingesteckt, er ist super laut, er spuckt Flammen, alle meine Autos haben Unterbodenbeleuchtung. Aber ja, ich habe diesen McLaren extrem impulsiv gekauft, ich habe viel Geld reingesteckt und ich fahre ihn nie. Ich habe keine Zeit, irgendeines dieser Autos zu fahren, weil ich entweder im Sprintervan sitze und mich von meinen Sicherheitsleuten herumfahren lasse oder einfach zu Hause bin und dort beschäftigt bin. Ich muss bald diese Autos loswerden. Ja, also er hat ca. $250.000 in seinem McLaren gesteckt. Und das auch nur, weil sein Lambo gerade eben in der Werkstatt. Ja, jetzt wissen wir es. Einfach ekelhaft. Also, es ist halt einfach nur, er redet voll aggressiv irgendwie. Das ist die KI. Kaiser hat das mit der KI übersetzen lassen. Eigentlich relativ smart an der Stelle. War. Ich persönlich, ich finde es plausibel. Das ist so wie Channing Tatum, der mal ein Jahr lang nur neue T-Shirts getragen hat, weil er einfach keinen Bock hatte, Wäsche zu waschen. Weißt, manche Leute, die finden Lösungen für Probleme, die es sonst nicht gibt. Aber der McLaren ist doch noch zu Was? Über was? Der hat sich jeden verdammten Tag ein neues T-Shirt besorgt? Junge, was ist das für eine Art? Das ist halt Konsumgesellschaft auf Endstadium, ey. Ach du Heilige. Kommen. Und zwar letzten Samstag müsste das gewesen sein. Er war mit seinem Kameramann Michael, der anscheinend auch irgendein Kollege von ihm ist, war unterwegs und sie haben gestreamt. Also Leute, ihr seht doch, dass ich wahrscheinlich dieses Auto einfach zu Schrott fahren werde, oder nicht? Ich mach nur Spaß. Da schreibt jemand, hoffentlich ist nicht gefährlich, wenn du auf dein Handy schaust. Aber ich muss den Chat lesen. Na, war nur Spaß. Sogar im Hurricane priorisiere ich meinen Chat. Er ist während des Hurricanes Helen?
hat er gestreamt und hat dabei aufs Handy geguckt. Ja. Ja. Die Straßen. Ja, man kann eh so gut wie gar nichts sehen. Wir haben scheiß Wetter und einen scheiß Fahrer. Ich mach das aber nicht dran fest, dass jetzt irgendwie die Wetterbedingungen schlecht sind. Oder so. Nein, nein, mir geht es vielmehr daran, dass er anscheinend mehr an seinem Handy interessiert ist, an seinem Kickchat interessiert ist, als an seinem Leben oder so und an dem Leben von seinem Beifahrer auch noch. Ich lasse den ganzen Clip jetzt einfach das mal. Das sind so Dinge, so, ne, wäre der alleine im Auto und wären da keine anderen Menschen auf der Straße, wäre mir das sehr egal. Es wäre mir wirklich sehr egal. Also er scheint nicht wirklich an seinem Leben zu hängen. So, und solange er keine Fremdgefährdung wäre, so, wäre mir das wirklich sehr egal. Aber er gefährdet einfach nur, weil er halt so fahrlässig ist, alle Menschen in einem riesigen Umkreis. Plus die Person, die ihn gerade filmen muss, die bei ihm angestellt ist. Das ist so unfassbar fahrlässig. Das ist unfassbar widerlich. Durchlaufen, achtet bitte darauf, dass er 72 Miles per Hour fährt, das sind 116 km/h ungefähr. Er wird jetzt langsam beschleunigen und dann Aquaplanen, sowie Poolabdeckung. Warum beschleunigst du? No, 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 no. Oh, fuck. No, watch out. Warum beschleunigt der? Die haben Hurricane, der Boden ist nass und der beschleunigt? Das ist so dumm. Ja, das ist die absolute Konsequenz aus seinem Handeln. So, aber das Ding ist. Fahrverbot, sofort. Door, open the door, open your door. We're locked in here. Holy shit. Was sag ich da? Was soll ich erzählen? Das ja. Video hat mir ein Zuschauer geschickt auf Instagram und ich habe mir gedacht, okay, das ist schon, weißt du, das ist schon sehr dämlich, das ist schon sehr verantwortungslos, das ist schon, ich würde fast sagen, das ist schon sehr Jack Doherty. Hallo, ja. Kurze Unterbrechung. Könntest du kurz nachschauen, ob du den Kanal abonniert hast? Wenn du das nicht gemacht hast, werde ich weinen. Ich habe mir da glücklicherweise eine rechtliche Einschätzung holen können, hier mit von Christian Solmecke und sowas. Christian, was würdest du zu Jack Doherty in dem Moment sagen? Hurensohn und, weiß ich nicht, Nuttensohn. Also. Top, danke dir. Für ein Video wird das aber trotzdem nicht aus. Oh, du hast dich gekillt. Junge, was war das? Junge, der Jumpscare der witzigen Art, ey. Ach du Heiliger. Habe ich mir gedacht, na, was ist das für Content? Da kann ich sagen, hallo, danke, Freunde, Jack Doherty ist gecrashed und das war blöd und sowas. Ja, okay, aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Das ist nicht der Grund, warum ich das Video mache. Der Grund, warum ich das Video mache, ist, warum er, wie er sich danach verhalten hat. Na, wir schauen aber mal weiter. Help, help, help! Break the f***ing window! Oh, oh! Help! Oh, can you hold this? Running, running! Oh, oh! No, my f***ing car, bro. Vamos, baby. Vamos, fast. Oh. Fuck, dude. My f***ing car. Holy shit, no. Ich hab so Mitleid mit seinem armen Auto. Hauptsache die Kamera. Oh mein Gott, Leute, wir sind gerade fett gegen eine Leitplanke gefetzt, Alter. Hilfe! Du filmst das eh, oder? Ja, wir müssen. Warum hat er so ein Auto? Weil der unfassbar reich ist. Weil der Minderjährige groomt, sodass sie, sobald sie 18 werden, in seine OnlyFans-Agentur reinkommen und er sie unter Knebelverträge nimmt. Und er extremst viel Geld damit macht. Und mit YouTube. Weil der unfassbar reich ist. Und seine Eltern waren schon reich. Das ist ein Nepo-Baby. Aus dem Auto. By the way, Leute, wenn ihr mal ein 50€ Giftcard Fortnite Giveaway mit teilnehmen wollt, wie kann man so reagieren, wenn man gerade fast gestorben ist? Gestorben. Und by the way, mir ist auch klar, dass du jetzt in dem Moment nicht 100%, weißt du, fokussiert bist und 100% die richtigen Sachen machst. So klar, der steht unter Adrenalin wahrscheinlich, der steht unter Schock und so. Aber das Erste, woran er denkt, ist erstmal der Content. Er wird so aus dem Auto gezogen. Hast du das schon mal gesehen? Als Schritt 2 schaut er erstmal nach, ob es seinem Auto gut ist, was ihm anscheinend eh fucking egal ist. So, der hat $250,000 ist ihm wurscht, es ist ihm wurscht. Oh nein, Freunde, mein Auto, oh je, mein Auto, das ich mir gekauft habe, weil ich einen Monat habe warten müssen, bis mein zweit Lambo aus der Garage rauskommt, aus der Werkstatt rauskommt. Und dann Schritt 3, schau danach, ob es seinem Freund gut geht, der by the way immer noch im Auto sitzt. Nein, Kameramann. No!
Michael, are you good? Er ist in Ordnung, aber am Bluten. Oh shit. Michael, der by the way aus seinem Kopf blutet, ne? Der wird dann vom Passanten aus dem Auto gezogen. Ich, weiß nicht, ob Kaiser das Bild einblendet. Ich glaube nicht, aber das gesamte Gesicht komplett rot. Komplett am Bluten. Also komplett doll. Jack muss ja gerade filmen und das Erste, was er macht, ist, er steht auf, er geht da ums Auto herum und er sagt, jo Michael, nimm die Kamera und film das, wir brauchen ein gutes Thumbnail. Also was hat er nicht gesagt, aber ich meine, schau dir an, was er macht. Michael, Jack, film on that phone too. Phone on that phone too. Oh. Can you film on yours on the phone? And you can leave, come. Make it look good, look through you the whole time. Mein Lieblingsmoment von dem ganzen Stream war dann... Ungefähr so sah der Dude aus. Also, ne, den Filter, den Kaiser gerade verwendet hat. Ungefähr so sah der Dude aus. Aber wo die ganzen normalen Leute kommen und sagen, ja, könntest du mal kurz chillen? Könntest du mal kurz auf die Seite und kurz das Video ausmachen und so? Wir wollen schauen, ob ihr verletzt seid. Ich bin mir sicher, Jack wird das verstehen und wird sagen, ja, das machen wir. Stimmt, das ist eine logische Idee. Das ist deine Karte. Ja, klar, ja. Das ist eine andere Sache. Oh. Endlich wollen sie tatsächlich den Kameramann untersuchen und sagen, hey, kannst du bitte aufhören zu filmen, damit wir dir medizinische Hilfe geben können? Hör zu, Mann, ich habe gerade mein Auto verloren. $200,000. Ich muss irgendwie mein Geld zurückbekommen. Tut mir leid. Wow, Jack, was ist das? Ist das auch für Thumbnail oder ist das schon für OnlyFans? Die nächsten paar Minuten kommt er noch einmal. Bro hat auch den Dude an die... Ach, Digga, was ist mit dem Kerl, Alter? Der ist nur am Clip farmen die ganze Zeit. Das macht er ja absichtlich, weil Leute im Internet dann sich darüber aufregen, so. Die sehen aber alle aus... Nee, der ist Anfang 20. Die sind alle Anfang 20. Die Polizei und ein Abschleppwagen und sowas und die räumen die ganze Geschichte wieder auf und sowas. Und der Fakt, dass er das alles selber mitgefilmt und gestreamt hat und auch diese, ich weiß nicht, potenzielle unterlassene Hilfeleistung und bli und bla und blub und sowas, er wird irgendwelche Konsequenzen hoffentlich dafür bekommen. Die Seite Kick, auf der er das dann auch gestreamt hat, hat ihn by the way mittlerweile permanent gebannt. Ist halt dann auch die Frage, ob das wieder so ein Permaban ist, der 5 Tage dauert und dann wieder aufgehoben und sowas. Aber ich meine, no front. So, erstens, Jack war einer von den größten Creatern auf Kick. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das irgendwann mal wieder zurückziehen werden. Aber zweitens, sie sollten das nicht machen. Also wenn du wirklich im Livestream... Wobei ich ein kurzes Statement von Aiden Ross gehört habe und der hat ja auch relativ viele Anteile von Kick und ist ja auch das größte Zugpferd auf Kick. Der hat in seinem Stream kurz Statement bekommen. Der wurde ja extra alarmiert und wird ja auch immer gefragt, effektiv. Irgendwie ist richtig lost. Die Plattform ist halt unfassbarer Schmutz. So, da hieß es halt, dass der halt wirklich indefinitely gebannt ist. Dein Leben riskierst du und das Leben von anderen auch und dann auch noch dein Car crasht und dann gleich Thumbnails für YouTube und sowas machst. Ich finde nicht, dass du wiederkommen solltest. Aber nee, ich kann nur sagen, ich find's crazy, dass Jack anscheinend wirklich diese Person ist und das nicht gestellt ist, dass kein Fake ist und sowas, was er alles in seinen Videos macht. Weil ich dachte immer, okay, er ist halt so extra aufgeblasen, also so extra annoying und so. Der war als Kind schon so. Der war schon als kleines Kind so. Also als 8-, 9-jähriger Junge war der schon, lass mal ein paar Leute pranken gehen. Der war schon immer so. Und dann in Real Life ist er eine ganz andere Person. In dem Moment, wo das passiert ist, ich glaube, da könntest du nicht realer agieren. Da gibt es nichts Ernsteres oder sowas, als halt for real dein Leben und sowas. Aber naja, das ist halt dann so. Ich glaube, ich brauche nicht den Christian Solmer gefragt. Er bindet mit der Scheiße während eines Hurricanes Rettungskräfte. Ja. Das musst du dir erstmal ausdenken. Aus Fahrlässigkeit und aus... Der hat einfach auf 120 km/h beschleunigen wollen, während die kaum sehen konnten. Und Wasser auf der Straße und alles ist. Was er davon hält, ne? Ich mache mich auf jeden Fall jetzt on the road. Ich werde jetzt auch Real-Life-Streamer. Der Ford Blue ist schon bestellt, meine Freunde. Und ich würde sagen, los geht's. Yo, es geht ab Livestream-Chat. Wir sind gerade live auf... Nuttensohn. Junge! Soll mich am Durchbeleidigen, ey. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Ja, der Kerl ist halt unfassbar widerlich so und ich würde mir echt. Also, hätte ich mehr Zeit,
Hätte ich mehr Zeit, würde ich gerne eine Zusammenfassung von all diesen widerlichen Aktionen, die Jack Doherty dir gemacht hat, raushauen. Oh, Plankton. Schon gesehen, ne? Guten Abend. Wir lieben Christian. Ah, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Riesenfan, aber das war schon funny. That was funny. So, das war nur seine bisher dollste, übelste Tat so. Aber seine gesamte Online-Karriere baut effektiv auf solche Aktionen auf.